Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. So, da sind wir auch schon wieder soweit. Recht herzlich willkommen zur 5 Euro Überraschungsshow. Wir haben in den kommenden 30 Minuten jeden einzelnen Artikel auf gerade mal 5 Euro für Sie herunterreduziert. 5 Euro, das ist ein Spitzenpreis für all das, was wir Ihnen zeigen werden. Und Sie dürfen sogar gerne bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen, wenn Sie das möchten. Jetzt wissen wir aber leider nicht, was kommt. Sonst würden wir Ihnen schon mal einen kleinen Vorausblick gönnen. Aber eine Dame weiß das ganz besonders genau. Und das ist unsere Diana. Die steht da hinten schon in den Startlöchern. Sieht gut aus. Geht sich noch mal kurz durch die Haare. Und dann schauen wir mal, was sie uns denn so alles Schönes mitgebracht hat hier. Guck mal. Ganz wichtig ist, wenn Ihnen ein Produkt gefällt, dürfen Sie, wenn wir nichts anderes sagen, jedes einzelne sogar bis zu 5-mal bestellen. Aber immer schnell sein. Wow. Wir haben immer nur ein begrenztes Kontingent. Und beginnen mit Werkzeug. Ja, das ist es. Ist mein Wunsch doch schon mal direkt in Erfüllung gegangen. Weitergeben. Ist das, ist alles ein Set hier, oder was? Ich denke mal. Boah, warte, ich gebe das mal an Diana weiter. Ja. Das Diana ist nämlich eine. Ist ja von uns vier die begabteste, wenn es um Heimarbeit geht. Das stimmt. Das stimmt, ja. Also was ich schon sehe, ist diese flexible Welle. Und ich habe nur so eine flexible Welle schon gesehen für 9,90 Euro, weil du damit um die Ecke schrauben kannst. Aber da ist eine Ratsche dabei, da sind Bits dabei, da sind Nüsse dabei. Und das jetzt alles für 5 Euro. Also das ist eine wirklich sinnvolle Erweiterung für jeden Werkzeugkasten. Das ist wirklich ein Knaller hier. Um die Ecke schrauben? Ja. Wie soll das denn funktionieren? Also ganz einfach, mit dieser... Mit dieser biegbaren Welle, so sieht das dann ungefähr aus. Das wäre jetzt mal 90-Grad-Winkel, wobei der Winkel völlig egal ist. Aber mitunter hat man schon mal Schrauben, wo man eigentlich so nicht wirklich drankommt. Wenn Sie jetzt da versuchen würden, vielleicht mal in einer engen Stelle oben mit einem Schraubendreher dran zu kommen oder noch schlimmer mit einem Akkuschrauber, hätten Sie wahrscheinlich keine Chance. So erreichen Sie die Schraube auch an schwer zugänglichen Stellen und können jetzt hier mit der entsprechenden Ratsche entweder im Rechtslauf oder im Linkslauf die Schraube zu- oder eben aufdrehen. Das alleine wäre schon ein Knaller, also die Ratsche plus die flexible Welle. Aber hier haben Sie eben auch noch das passende Zubehör mit dabei. Das sind die entsprechenden Bits in unterschiedlichen Profilen. Das sind 9 Schrauberbits in entsprechend guter Materialqualität und sogar noch die Stecknussaufsätze sind ebenfalls mit dabei, für Schlossschrauben beispielsweise. Da kannst du hast also wirklich mal eine schöne Komplettausstattung. Übrigens lassen sich sowohl die Schlossschrauben als auch hier die Bits ganz einfach auch mal mit dem handelsüblichen Akkuschrauber verbinden, wenn man das möchte. Auch die flexible Welle. Auch die flexible Welle geht auch, ne? Und ich habe das mal gesehen, gerade Schrankscharniere, gerade oben an der Oberkante, da kommst du mit einem normalen Schraubendreher noch mit dem Akkuschrauber gar nicht dran. Damit kommt man dran. Also diese schwer zugänglichen Schrauben sind durch diese flexible Welle plötzlich lösbar. Auch wenn mal jemand eine Schraube locker hat, kein Problem. Man kommt wirklich überall hin. Also ich finde das genial. Das ist ein Aufsatz bei mir. Hab so eine flexible Welle schon für 9,90 Euro gesehen. Und die ist hier einfach im Komplettpaket dabei. Und Gesamtpreis 5 Euro. Also holen Sie sich das unbedingt nach Hause. Ja, also das wird eine gute Materialqualität. Hier bei der Ratsche noch ein gummierter Griff, dass du einen guten Halt hast. Und das Ganze aus Carbonstahl lese ich hier gerade. Aber hallo. Mhm. Ja, also auch das mal alleine von der Materialqualität definitiv ein Artikel, den Sie an anderer Stelle mit Sicherheit deutlich kostspieliger bezahlen müssten. Jetzt haben Sie hier für 5 Euro mal ein schönes Komplettpaket. Und auch wenn Sie es vielleicht nicht jeden Tag brauchen, wenn Sie es mal brauchen, um eben mal an ein Scharnier ranzukommen, was vielleicht durch andere Sachen versteckt ist oder verstellt ist oder mal im Motorbereich schrauben müssen, wo man auch mitunter jetzt ich sag mal, mit einem langen Schraubendreher oder mit einem Akkuschrauber nicht unbedingt eine Chance hat, damit kommen Sie de facto wirklich mal hin. Und die heißt nicht umsonst flexible Welle, weil hier eben nicht nur die 90 Grad gehen. Sie können also quasi immer mit dem Aufsatz die Schraube erreichen, die Sie erreichen möchten und dann das Ganze eben fest bzw. lose drehen. Und wie gesagt, das Ganze funktioniert natürlich auch mit dem handelsüblichen Akkuschrauber. Wenn Sie das möchten, also nicht die Ratsche, sondern die entsprechende flexible Welle. Und das macht dieses Werkzeug zu einem regelrechten Alleskönner, zu einem richtig schönen Allrounder hier. Ja, ich sage gerade Scharniere oder wenn du zwischen zwei Regalen Schrauben festmachen musst, Schranktüren innen oder auch Schubladengriffe, die kannst du damit befestigen. Also holen Sie sich schon allein wegen dieser flexiblen Welle, ist das ein Riesenangebot. Bits und Schlossschraubenaufsätze, die kann man immer gebrauchen. Eine Ratsche ist auch noch mit dabei. Also es ist einfach ein unschlagbares Angebot. War das jetzt eigentlich gegendert oder meintest du eine Schranktür innen?
Die Innenseite einer Schranktüre. Ich wollte nur noch mal nachfragen. Oder Türinnen. So, die ZX8064 und die 569. Aber die Türe ist doch schon weiblich. Da kann ich doch gar nicht gestellt. Ja. Das ist richtig. Ja, eben. Das siehst du. Jetzt. Nee, lassen wir das. Komm, wir passen lieber Komm, wir das nächste nochmal. Produkt. Wieso haben wir denn hier ein Schälchen Wasser stehen? Was ist denn hier los? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben so ein Seifenspray. Guck mal, das ist genau für dich. Das ist für das mich? Das ist für dich. Ach, denn, was den ist haben denn wir so selten. Und das nutzt du. Nein, wir haben... Oh ja. Lass mich gucken. Oh ja, aber ganz dringend. Wir haben Schmutzradierer. Ja. Und zwar Reinigungsschwämme. Und zwar das im 16er Super Sparpack. Und wer die mal ausprobiert hat, will sie nicht mehr. Weiße Sneakers. Gift, wenn die Sohle irgendwann mal oder der Rand dunkel ist. Hiermit bekommt man das sauber. Auch Tapeten bekommt man sauber um Lichtschalter. Das kennen Sie. Oh je. Gichtalarm. Hier sehen wir es, um Tapeten, ja, um Lichtschalter. Da kann man schrubben, wie man will. Normal muss man dann irgendwann mal renovieren. Probieren Sie es erstmal damit. Und das hier sind Originalaufnahmen. Schauen Sie mal, das geht. Ich habe meine Polstermöbel damit sauber gemacht. Ja, auch da, normalerweise verschmierst du eigentlich Wasser Flecken. Ja. Und das Einzige, was wir brauchen, ist eben Wasser. Und dann funktioniert es. Und 16 dieser Schwämme sind natürlich Gold wert. Haben wir irgendwo Dreck an deinen Schuhen? Nee, vorne, guck mal, die Spitze. Die ist leicht gelb. Die Spitze ist leicht gelb. Aber da sehen wir das. Bin ich wieder zu nah angetreten. Guck mal, so weißen Sohlen, da kannst du schrubben, wie du willst. Habt ihr auch schon mal auf Fußböden diese schwarzen Streifen gesehen von schwarzen Sohlen? Sieht man auch auf den Sporthallen. Das ist der Grund, warum du in Sporthallen nicht mit dunkler Sohle trainieren darfst. Aber damit bekommst du auch das weg. Früher war das so. Ja, genau. Ja. Das ist natürlich ein Paradebeispiel jetzt hier. Also gerade diese weißen Sneaker, die ja nur wirklich sehr beliebt sind, sind also immer wieder ein Thema. Ich habe mich jetzt mal hier meines Schuhs entledigt. Und jetzt nehmen wir das Ganze einfach mal. Du hast recht, vorne die Spitze. Die ist schmuddelig. Das gibt es doch gar nicht. Du hältst sie doch immer so sauber. Ja, aber du kannst das nicht vermeiden. Du läufst ja mit den Schuhen, ja? So, mal gucken. Das stimmt. Haben wir da noch was? Unten drunter ist das jetzt. Unten drunter. Also, Carsten, wie kann das so schmutzig werden unter den Schuhen? Unten drunter bräuchte ich jetzt ein bisschen länger. Abgründe tun sich auf. Und zeig mal jetzt, wie sie Nein, aber probieren Sie es aus. Guck. Es funktioniert wirklich. Sauber? Der Wahnsinn. Sauber? Ja. Okay. Sehr schön. Obwohl, ich habe jetzt saubere Schuhe. Was ist denn mit euren? Du hättest auch mal wieder neue kaufen können. Du hast ja so wenig weiße Sneakers. Aber es funktioniert wirklich. Probieren Sie es auch. Auch wenn Kinder zum Beispiel mal mit Wachsstiften oder Filzschreibern irgendwo draufmalen. Das bekommen Sie weg. Sie bekommen das 16er-Set, das muss ich jetzt noch mal sagen, für 5 Euro mit der Bestellnummer NX7296 und der 569. Und gerade das hier. Also ich habe ja gehört, man kann solche Schuhe in die Waschmaschine schmeißen. Nee, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Probieren Sie es lieber hier mit und es funktioniert ohne Zugabe von Chemie. Nur Wasser dazu und fertig. Wenn du die in die Waschmaschine schmeißt, dann kommt immer der Kleber raus. Ja, ja. Also gerade so diese Kanvas hier, so Chunks oder was, die werden gelb. Ja, also kann ich nicht wirklich empfehlen. Habe ich alles schon ausprobiert. Und diese Erfahrung teuer bezahlt. Dankeschön. Bitteschön. Schöne Nagellackfarbe. Es ist relativ schwer. Hast du gemerkt? Ich denke mal, das was ich jetzt habe, ist nicht unser Produkt. Nein. Ah, jetzt sehe ich es. Wir haben richtig tolle Kugelschreiber. Such dir eine Farbe aus. Carsten, wie viele haben wir denn? Schätz mal. Ich würde sagen, es ist ein 5- oder ein 6er Set? 5. Bitte also haben wir nicht einen. Ja. Wir haben nicht zwei. Wir haben nicht drei und wir haben nicht vier. Wir haben fünf. Alleskönner Kugelschreiber für Sie. Im kompletten Set für gerade mal 5 Euro. Und die können deutlich mehr als einfach nur schreiben. Schreiben können Sie natürlich auch. Aber die haben noch eine andere Funktion, die ich persönlich hervorragend finde. Yep. So eine Aufstellerfunktion für das Smartphone. Licht ist auch noch mit dabei, dass man auch sehen kann, dass man mal eine Taschenlampe hat, eine kleine. Aber eben auch, um zu sehen, wo man denn schreibt. Ist mir gleich beim ersten Mal aufgefallen. Und ein Touchpen. Ja. Und Touchpen und Kugelschreiber. Ja, 4 in 1. Und das Ganze in 5 verschiedenen richtig tollen Farben. Das Schriftbild ist auch schön. Jetzt werden Sie gleich sehen, die Taschenlampe, die kann man natürlich oft gebrauchen. Aber vielleicht auch mal, um im Dunkeln zu schreiben. Sie sehen ja auch, der Kugelschreiber ist abknickbar und dann beleuchtest du direkt auf deine Schrift. Also auch das funktioniert hervorragend. Ja, das ist schon eine coole Angelegenheit, oder? Das ist richtig praktisch. Vor allem der Handyständer, der fasziniert mich mit am meisten, weil so oft habe ich auch die Situation, wo ich mir gerne mal was angucken möchte, aber trotzdem vielleicht meine Hände frei haben möchte. Und jetzt sehen Sie es mal. So einfach geht so das alles mit einem Kugelschreiber. Zudem schreibt er natürlich auch noch richtig gut.
Und zum Beispiel hier auch der Touchpen finde ich immer praktisch, gerade mal beim Tablet oder so, auch mal beim Smartphone. Mhm. Damit kommt man wirklich an alles besser dran. Man hat keine lästigen Fingerabdrücke auch auf dem Display. Das ist schon echt klasse und mir gefallen die Farben sehr gut. Welche würdest du denn wählen? Ich hätte noch Gold oder Senf, je nachdem, was ich nehmen möchte. Blau oder Türkis? Türkis ist das eher. Ne? Dann nehme ich den roten. Nee, blau ist der da, genau. Den das ist Royalblau, würde ich sagen. Das dürfte Türkis sein. Hier, guck mal, da haben wir. Das wäre natürlich Monikas Farbe gewesen. Schwarz. Schwarz, ja. Schwarz, oder? Das stimmt. Es sei denn, wir hätten rosa dabei, dann wäre rosa da. Ja. Aber wir haben so viele Farben. Und Kugelschreiber, die kann man ja nie genug haben. Jetzt mit den 4 Funktionen außergewöhnliche Kugelschreiber. Vielleicht auch mal als kleines Geschenk an den Arbeitskollegen, der auch immer nach Kugelschreibern sucht. Ja? Und mit dem Touchpen, der Taschenlampe, der Handyständerfunktion und dem Kugelschreiber ist das natürlich ein tolles Paket. Und vor allem, es sind 5 in 5 verschiedenen Farben für 5 Euro. Guck mal, da könntest du auch theoretisch gesehen mal um die Ecke schreiben. Das möchte ich sehen, wie du um die Ecke schreibst. Ach du, meine Handschrift ist nicht besser, ob ich sie jetzt gerade rauf auf Blatt bringe oder um die Ecke schreibe. Also von der Handschrift her wolltest du ja Apotheker oder Arzt werden, oder? Ja. In der Tat. In der Tat, in der Tat, ja. Also meine Handschrift ist wirklich eher so ein persönliches Steno-Gekrakel. Ich finde die sehr schön. Ich benutze die selber seit vielen, vielen Jahren mittlerweile. Die haben wir an sich unverändert seit vielen Jahren im Programm. So beliebt sind sie bei unseren Kunden. Ich benutze die immer und immer wieder, um mir die Moderationskarten zu schreiben. Schreiben hervorragend, liegen super in der Hand. Und eben noch mit dem ganz besonderen extra ausgestattet, mit Aufstellerfunktion, mit Beleuchtung und Touchpen vorne dran. Also ein richtig cooler Artikel und davon 5 Stück ist klasse. Da schreibt auch die Renate aus Berlin, preiswert und gut, ein kleines Geschenk für viele Anlässe. Natürlich auch eine richtig gute Geschenkidee. Das braucht einfach jeder einen Kugelschreiber und Sie kennen das vielleicht auch. Vielleicht suchen Sie den immer zu Hause und dann hat zum Beispiel Ihr Mann den immer geklaut oder so. Was soll das denn hier heißen? Ja, bei uns sind die auch immer weg. Und die klauen die Männer. Warum nicht die Frauen? Nein, klauen auch natürlich die Frauen. Aber es ist wirklich so, Kugelschreiber verschwinden einfach. Das ist, ja, die liegt in der Natur der Dinge. Aber die Handyständerfunktion, die finde ich auch noch toll. Gerade wenn du mal so ein Video anschaust und aber nebenher Kaffee trinken willst, hast du die Hände frei. Also wirklich toll, toll. 5 Stück für 5 Euro. Ja, kauf mal 2 Kugelschreiber in einem Non-Food in einem Supermarkt. Das ist so ein kleines Vermögen los, wenn dann halbwegs vernünftiger sein soll. So, was ist denn hier los? So, wir haben einen Preisalarm für Sie und das bedeutet, bitte nur einmal pro Besteller zugreifen. Das lohnt sich aber in der Regel ganz besonders. Und das ist ein Türgarderobenhaken, also ein Garderobentürhaken. Oh, das ist cool. Kann man in jede Tür reinhängen und dann hat man eben wunderbar Garderobenhaken. Ich habe 2 einzelne in meinem Bad innen. Ja, da hänge ich gerne mal meinen Bademantel oder ein Handtuch hin. Bad innen. Boah, jetzt bist du wieder beim Gendern. Nein, ich gendere jetzt nicht. Auf der Innenseite der Badtüre. Das geht doch. Besser? Okay, gut. So. Und das hängst du einfach in jedes Handtuch über die Tür und dann hast du eine Garderobe. Also ich finde das klasse für 5 Euro. Ist nur 2 Haken, ist ein bisschen wenig, oder? Carsten, schauen Sie mal auf Carsten, der sagt, 2 Haken sind ein bisschen wenig. Ja. Hast du absolut recht, aber guck mal, wenn wir das jetzt dranhängen, kaufen Sie 2. Wenn wir das dranhängen, hast du wieder 5. Hast du wieder 5, siehst du? Jetzt musst du ein bisschen balancieren. Guck mal, wie cool das jetzt aussieht. Diana, wollen wir gehen? Also können Sie auch so auf die 2 Haken oder 4 oder 5 haben wollen. Einmal Spaß, hier kriegst du wieder. Dankeschön. So. Finde ich ganz hervorragend. Ist vor allem auch schön gummiert. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich denke immer an große Türen. Aber du hast doch auch in der Küche kleinere Türen, die Schranktüren. Ja. Wenn du das dranhängst, hast du draußen für Geschirrtücher. Für Tüten. Oder ähnliches. Oder ja, für Tüten. Du kannst ich da aufhängen, so viele was du Tüten willst. Ehrlich, hast du noch Tüten? Ja. Und du hast sicher eine Tüte, in der ganzen Tüten drin sind, oder? Richtig. Ja, das nicht haben wir alle. Eine, ich habe ein ganzes Schrankfach mit Tüten voll, die Papiertüten immer. Bei mir, ich habe diese kleine Tür, du machst auf und dort steht diesen Gas-Sachen. Wie heißt das? Diesen für Gas und alles. Und das ganze Zimmer für meine Tüten. Das Zimmer, also der Schrank, der Boiler. Ich dachte, ich bin immer noch jung, aber ich habe so viele Tüten. So, wie kommen wir jetzt von den Haken, von den Garderobehaken zu den Tüten? Wisst ihr auch, dass Diana mal mindestens 3 Taschen mit dabei hat? Drei Taschen mindestens, die ist immer irgendwie Tüten am Tragen und Schleppen und machen. Das sieht immer was sehr du da nicht mit? Ich bin schon 30 Jahre alt, okay? Das ist normal. Ja, das ist natürlich eine Begründung. Muss man das Gewicht verteilen auf 3 Tüten. Eine Tüte mit Essen, eine Tüte mit
Klamotten, eine Tüte mit Make-up, eine Tüte mit Geschenke, ich weiß nicht. Sie hat wirklich ein Tütenproblem. Okay, aber Sie haben in Zukunft kein Garderobenproblem mehr. Ob Sie ein Tütenproblem haben, das können wir heute nicht lösen. Aber die Garderobe, die können wir lösen. An jede Tür einzuhängen und dann hast du eben hier gleich 5 Garderobenhaken. Das dürfte Edelstahl sein, oder? Ich habe den Zettel, ne? Das ist Edelstahl, in der Tat. Mit 5 Haken für Türen von 35 bis 45 mm sind Standardtüren. Und das gefällt auch unseren Kunden. Meine Türen haben eine Dicke von 40 mm. Nach langer Suche bin ich bei Pearl & Thief fündig geworden. Das Tolle daran, dass es eine gummierte Rückseite hat und es deshalb nicht hin und her klappert, würde ich sofort wieder bestellen, schreibt uns der Norbert aus dem schönen Hamburg. Und gut geeignet auch, und das wäre mein erster Gedanke gewesen, für kleine Badezimmer als Aufhängevorrichtung für Badetücher und Bademäntel. Ja, finde ich auch. Das, was ich vorher gesagt habe. Die Helge aus Hamburg, richtig. Genau. Ja. Und jetzt schauen wir mal kurz auf perl.de, was hier der reguläre Preis ist. Und da sehen wir 13 Euro knapp. Sie bekommen es für weniger als die Hälfte. Und ich glaube, das wird sehr hilfreich sein, ob im Bad oder an anderen Türen, wo man eben eine kleine Garderobe machen kann oder machen will. Ich finde das klasse. Einfacher geht es gar nicht. Also ich habe Einzelhäken, und habe 2 an meiner Badtür hängen. Aber ich habe für diese 2 einzelnen mehr bezahlt als hier für das 5er-Set. Oder 5 Garderobenhaken. Deshalb finde ich das Angebot einzigartig. Ja, also für 5 Euro Edelstahl. Ist doch praktisch für Hundeleien. Für Hundeleien und so heißt das. Stimmt, auch mal in so einer Kabufftür, wo du jetzt mal so verschiedenste, so einen Handfeger und so weiter hinhängst. Sehr gut. Finde ich alles besser als diese blöden Klebehaken. Ja. Gibt ganz viele Anwendungsmöglichkeiten. Jetzt weiß ich, warum ich so anschaue. Ich wollte die Bestellnummer. Das ist die NC5942. Und die 569. Und ich glaube, es war unser Preisalarm. Deshalb maximal eine dieser Garderobenhaken pro Besteller. So, es geht weiter. Wir haben... Mit ganz scharfen Sachen geht es weiter. Oh, das ist was ganz Wichtiges. Wir haben einen Messerschärfer, aber einen für Stahl- und Keramikklingen. Also, du weißt, ich habe gleich viel Keramik und Stahlmesser. Und du hast mich bekehrt mit deinen Keramikklingen? Ich liebe Keramikmesser. Die werden auch ganz, ganz langsam unscharf. Aber irgendwann sind auch Keramikklingen nicht mehr scharf. Und wenn du das mit einem normalen Messerschleifer schleifen willst, machst du die Messer kaputt. Du kannst sie wegwerfen. Ja. Das hier ist ein 4-Stufen-Diamant-Messerschleifer für Stahl- und Keramikklingen, als auch für Scheren. Also sowas werde ich mir auf jeden Fall holen. Sogar für Messer mit Wellenschliff, die man hier eben schleifen kann. Ja. Und eine Schere. Eine Schere geht auch. Ja, ich sehe hier noch eine Schere. Auch tatsächlich. Ja, Schere, die werden auch mal stumpf mit der Zeit. Das ist richtig, ja. Ich habe letztes Mal meine ganzen Messer in der Küche habe ich mal geschleift. Geschliffen. Geschleifschärft. Geschleifschärft, okay. Ja, so. Und sie funktionieren wieder. Habe ich am Wochenende sehr wohl zur Kenntnis genommen. Die Messer funktionieren wieder. Haben sie vorher nicht funktioniert? Doch, aber nur gequetscht. Ach so, okay. Übrigens, warum jetzt hier verschiedene Stufen sind, das möchte ich Ihnen kurz erklären. Das eine ist eine Diamantoberfläche für groben Vorschliff, dann kommt Kapitatmetall für den Hauptschliff und dann Keramik für den Feinschliff und die Politur. Und damit haben wir noch eine, und dann haben wir noch eine separate Schleifschiene extra für Scheren, damit auch die richtig scharf wieder werden. Und der Sven aus Kirchheim schreibt uns, dieses wunderbar kleine Schleifgerät ist um Längen besser als manch teures Markengerät. Ich habe immer wieder ausprobiert, um das Richtige zu finden. Mit diesem tollen Produkt von Pearl macht Messerschleifen Spaß. Es ist genauso einfach, wie ich es mir immer gewünscht habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das auch gesucht, eben für Keramikklingen, weil ich eben einige Keramikmesser zu Hause habe und sie das auch haben mit dem Schleifstab, wo man normalerweise hier Stahlklingen macht. Das funktioniert bei Keramikklingen nicht, die macht man kaputt. Das funktioniert. Die Bestellnummer. Hat bei mir noch nie funktioniert mit diesem blöden Schleifstab. Ja doch, mit Stahlmessern schon. Das hab ich einigermaßen drauf. Die Bestellnummer ist die NX6317 und die 569. Aber es kommt natürlich auch immer auf den richtigen Winkel an. Und hier hast du automatisch den richtigen Winkel. Ja. Was ich immer ganz besonders wichtig finde, einfach nur festhalten, durchziehen, fertig. Mhm. Zweimal rechts, zweimal links, alles gut. Übrigens für Rechtshänder, das ist cool. Du für Rechtshänder als auch für Linkshänder geeignet, weil es ist egal, wie rum du den Schleifen hältst, funktioniert. Sehr schön. Also, schöner Artikel haben wir heute wieder in der 5-Euro-Überraschungsshow. Auch für uns immer wieder überraschend. Bitte schön. Was da so alles dabei ist. Dankeschön. Es kleppert. Es kleppert. Mhm. Ui. Ui. Oha. Gib mal bitte diesen schlauen Zettel, Carsten.
Und dann bekommst du ein Geduldsspiel. Ich weiß, nicht der geduldige ich weiß, Carsten, liebst, der kann das auch. Du liebst Geduldsspiele. Carsten, der kann das nicht. Mir fehlt das räumliche Sehen. Das ist ein Tresor. Außerdem würden wir dann wahrscheinlich, ein Tresor, wir würden wahrscheinlich morgen noch hier sitzen. Ein Tresor, der nur mit Lösung des Kugellabyrinths zu öffnen ist. Prädestiniert für Geldgeschenke, weil da sitzt man gleich mal da und weiß nicht, wie soll man es machen. Es ist lösbar, aber man muss erst mal die Technik begreifen. Und dann die Kugel in die richtige Form bringen. Richtig. Klappt das, Monika? Ja, schauen Sie mal, schon Knobelfans, aufgepasst, steht hier. Hier kommen Sie erst an Ihr Geld, wenn Sie das verrückte 3D-Labyrinth meistern. Klingt einfach, ist es aber nicht. Auf vier Seiten des Würfels manövrieren Sie die Metallkugel durch Gänge und Löcher, fallen hinab, biegen falsch ab und haben sich plötzlich total verirrt. Dabei. Bis dann der Aha-Moment kommt. Und die Klappe aufgeht. Ist dein Aha-Moment gekommen? Nein, ich glaube bei beiden noch nicht so ganz. Warte, ich durchdrücke. Ja, dann noch mal ein Händchen jetzt, für. Jetzt. Dabei. Und. Na. Richtige. Oh, jetzt ist er wieder weg. Nicht verschwunden. Ah, jetzt. Und jetzt ist er da drin und jetzt? Dabei. Bei mir ist er auch schon davor, aber irgendwie... Ich glaube, das wird interessant. Auch. Wenn man da ein Geldgeschenk reinmacht, sehen Sie, was Sicherheit. Passiert. Die Mädels, oh, ich hab's noch, nein, ich hab's noch nicht. Ja! Ja! Sie hat's. Sehr gut. Aber das ist Fake Money. Das darfst du auch behalten. Das Fake Money. Aber nicht behalten. Alles auf einmal rauf. So. Das Kugellabyrinth kam super an. Alle drei Brüder wollten es ausprobieren. Geduld ist gefragt, dann hat man viel Spaß damit. Sagt der Björn aus Donaueschingen. Was ist denn da los? Das ist gemein. Das ist Fake-Geld. Sie ist ein bisschen enttäuscht. Aber ich finde das toll für Geldgeschenke. Im Kuvert kann jeder. Aber so in einem kleinen Labyrinth ist natürlich richtig toll. Aber auch ansonsten ein wirklich toller Spielspaß, weil ich glaube, die Geduldsspiele, die sind wieder voll im Kommen, oder? Ja, absolut. Ich liebe das auf dem Weihnachtsmarkt. Kennst du diese Stände mit diesen Geduldsspielen? Also diese Ringe so ineinander und so weiter. Ach so, ja. Oder ja, diese gut, Kugel durch diese Labyrinthe und so weiter, so mit ganz viel Gefühl. Finde ich cool. Ich bin der ausflippt, falls du mich mal suchst. Ich weiß. Sagst du uns noch die Bestellnummer, Carsten? Aber sehr gerne sogar. Das ist eine richtig coole Spardose hier mit der Bestellnummer NC3445. Und der 569, NC3445 und die 569. Aber wie gesagt, speziell als Geschenkebox für Geldgeschenke, Hochzeiten, Geburtstage und so weiter, steht hier alles noch dabei. Reichlich Zeit und Geduld braucht man, um an die Mäuse zu kommen. An die Mäuse. Also die Mäuse. Und hier kommen zum nächsten Produkt. Aber heute haben wir wieder eine unglaubliche Produktvielfalt aus allen Bereichen. Werkzeuge, Kugelschreiber, Geduldspiele. Und jetzt geht's wohin? Wir kleben jetzt. Oh ja, das ist was ganz Feines. Und zwar ein Viererset haben wir hier. Jana, auch mal welche. Komm mal hier. Bitte schön. Ein Viererset 2-in-1 Gelpad und Wandhalterungen mit Nano-Technologie. Nano. Ja, damit hält also wirklich nahezu an jeder glatten Fläche fast alles. Wir zeigen das hier speziell mal so auf Fliesen und so weiter. Fliesenspiegel im Bad, Fliesenspiegel in der Küche. Und ich schaue dir das mal an. Papp. Ja? Das sieht aus, als wenn man es aufkleben würde. Mhm. Theoretisch gesehen tut man das aber auch. Diese Nanotechnologie, Hallo? Die ist so ein bisschen klebrig. Und wenn sie einfach staubig wird oder fettig geworden ist, durch Fingerabdrücke oder so, dann wäscht man sie ganz einfach wieder unter dem Wasserhahn ab und da sind sie wiederverwendbar. Guck mal, hier selbst auf einer Rauffasertapete. Schau mal, Werkzeuge, Schlüssel, Regale. Aber ich kann mir das gut auch im Auto vorstellen, am Armaturenbrett als Handyhalterung. Also nicht nur an der Wand, sondern ein Armaturenbrett hat ja oftmals eine ähnliche Struktur wie so eine Rauffasertapete. Es ist ein Viererset. Probieren Sie es aus, Sie werden es lieben. Guck mal hier. Patsch. Da ist so ein Regaldingen dran. Ich finde das irre, was das offensichtlich für ein Gewicht aushält. Und das überrascht mich immer wieder, wenn wir sie zeigen. Wir zeigen sie selten, aber wenn wir sie zeigen, habe ich immer wieder eine Kundenstimme, die ich immer wieder gerne vorlese, weil es unglaublich klingt, aber de facto offensichtlich so funktionieren scheint. Die Angie aus Saarbrücken, die schreibt uns, egal auf welchen Untergründen, diese Pads halten überall. Und jetzt kommt der eigentliche Hammer. Sogar im Bad auf den Fliesen, da habe ich die Aufhänger für die schweren Badetücher drauf gedrückt. Ach ja. Hält, Carsten, sie uns in Großbuchstaben. Ich bin jetzt gerade ein bisschen froh, dass wir keinen Sekundenkleber in der Sendung haben. Diana, das mit Sekundenkleber wäre auch mal interessant. Aha. Aber es hält sehr gut, oder?
Ja, wirklich sehr, sehr gut. Und wir haben gesehen, dass es die Werkzeuge, das ist wirklich, du kannst sehr, sehr schwierige Sachen hier kleben. Oder zum Beispiel im Auto, ich finde das auch schön für Handy oder für Brille. Bei mir zum Beispiel also, Brille. Dass sie nicht hin und her fliegt. Ja, richtig, ja. Also ich denke, vielfach nutzbar. Wunderbar. Und mit Viererset hat man auch einige Anwendungsmöglichkeiten. Aber auch dieses Viererset dürfen Sie bis zu 5-mal bestellen. Und dann gibt es wirklich kein Problem mehr. Ich sehe es in erster Linie auch als Handyhalterung fürs Auto. Weil ich weiß jetzt gar nicht, hat schon irgendein Autohersteller eine Universal-Handyhalterung in sein Auto integriert? Mir ist jetzt keiner bekannt. Immer noch nicht. Oder? Ich habe so einen kleinen Vorsprung, wo das Handy so reinlegen kannst. Aber das fliegt ja auch um. Vor zwei Handy-Generationen hat das schon nicht mehr funktioniert. Aber da dass da sogar Handtücher dran halten, sehe ich schwere Klasse. Badetücher. Ja. Mhm. Super. Ja. Ganz nassen Parker dran aufhängen. NX1745 und die 569. NX1745 und die 569. 4 Stück bis zu 5-mal bestellbar. So, einen haben wir noch, oder? Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Dann holen wir den doch bitte schnell sein, wenn Ihnen was gefällt, bevor Ihnen die anderen die Schnäppchen vor der Nase wegschnappen. Weil wir haben, wie gesagt, immer nur ein begrenztes Kontingent. Und jetzt gehen wir auf den Campingplatz. Hey, was ist das denn? Eishockey-Puck. Das sieht ein bisschen aus wie ein Puck, oder? Ein bisschen kleiner Puck. Ein kleiner Puck. Der wächst noch. Kleine Spielfeld. Nein, es ist aber auch gleich ein Dreier-Set, das können wir sagen. Und was hier aussieht wie eine Cremedose oder wie ein Puck, ist in Wirklichkeit eine faltbare Mini-Camping-Leuchte. Ah, mit Batteriebetrieben. Und es ist eben ein Dreier-Set, welches man jetzt einfach auf den Tisch stellen kann. Wir gehen das an. Achso. Oder auch hinhängen kann. Toll. So, guck mal hier. So einfach, aber genial, so cool. Oder? Schau mal hier. Das ist jetzt eine 360-Grad-Rundumleuchte zum Aufhängen oder zum Hinstellen. Und wenn du sie mal nicht mehr brauchst, weiß jeder im Campingmobil oder beim Camping im Allgemeinen, im Outdoor-Bereich, hat man immer recht wenig Platz. Dann macht man ganz einfach Folgendes. Man drückt sie zusammen, dreht sie ein ganz kleines bisschen und dann nehmen sie auch überhaupt keinen Platz mehr weg. Eine sehr coole Angelegenheit, finde ich so auch schon mal ganz, ganz praktisch. So ein leichter Lichtschimmer scheint noch durch, sieht sehr stylisch aus, aber ist natürlich auch mal ein schöner Lichtfänger oder was, mal so fürs Dunkel. Aber schön. Sehr schön sogar. Der Tim aus Waldbronn schreibt uns, tolles Produkt fürs Campen, einfache Bedienung, durch Zusammendrücken dunkler, aber auch zum Lesen hell genug. Hat überall Platz und ist in greifbarer Nähe im Dunkeln besser zu finden als zum Beispiel ein Lichtschalter im Wohnwagen. Beate aus Altötting schreibt uns, diese Laterne bietet überraschend viel Licht. Durch die kleine Abmessung findet die Laterne in allen Taschen Platz. Und hier nochmal ein Dreier-Set für 5 Euro. Und da sehen wir das auch nochmal mit dem überraschend viel Licht. Die sind richtig hell. So, das macht richtig Spaß hier. Das sind ja so Kleinigkeiten. Ja? Du willst mal eine kleine Beleuchtung haben. Du brauchst jetzt kein Flutlicht oder kein irgendwas, sondern einfach mal ein kleines Licht, was du irgendwo mal hinter... Sondern als Nachtlicht oder sowas. Oder ganz einfach mal so, damit du mal eine vernünftige Beleuchtung hast. Dann ist doch sowas perfekt hier. Das wiegt so gut wie gar nicht. Ich glaube, das Schwerste daran sind die Batterien. Stellst du hin oder hängst du ganz einfach mal auf. Da ist ein eingebauter Haken im oberen Teil, so eine eingebaute Schlaufe dran. Und es funktioniert. Du hast eine zuverlässige Lichtquelle. Und so klein ist es, wenn sie es zusammendrücken. Das passt aber sogar in jede Hosentasche rein. Und nochmal, es ist ein Dreier-Set. Und ich sage Ihnen hier auch die Bestellnummer. Das ist die NX2292 und die 569. Und ich glaube, nicht nur für Campingfreunde die richtige Beleuchtung. Weil beim Camping geht es ja immer um Platz und um Gewicht. Ja, ja. Das hat fast kein Eigengewicht. Zusammengedrückt braucht es auch nicht viel Platz. Und Sie können auch noch eine kleine Disco-Party machen, wenn Sie den Blinklichtmodus einstellen. Das war sie schon wieder. Unsere 5 Euro Überraschungsshow. Ich hoffe, Sie haben einige Schnäppchen gefunden. Vom Werkzeug haben wir heute angefangen, über den Kugelschreiber bis hin zu den 3 Campinglaternen. Ich denke, Carsten, da war für jeden was dabei, oder? Das behaupte ich auch. Ich hatte ja mein Highlight schon am Anfang mit dieser biegsamen Welle. Fand ich großartig. Die flexible Welt. Die flexible also Welt, ja. Genau. Ja. Hattest du auch ein Highlight, Monika? Ja, die Spardose. Die Spardose. Weil da spart man wirklich mit. Das Ding auch. So, und Sie gehen jetzt schnell ans Telefon, holen Ihre Lieblingsprodukte und bleiben Sie bei uns. Es geht interessant weiter.